Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und in diesem Video möchte ich euch ein kleines Filmchen zusammenschneiden, zeigen von Eli und seiner Tochter, die uns in den Tagen besucht hatte. Ich hatte in den letzten Tagen erstaunlicherweise zahlreichen weiblichen Besuch gehabt. Mensch, Dominik, könnte man sich jetzt, da kann sie mal glücklich schätzen, ne? Naja, das ist immer relativ, ne? Es war auch Elias danach, nachdem seine Tochter da war, kam auch gleich sein Sohnemann an, ne? Das ist er auch noch in diesem Video, das hatte ich aber glaube ich schon mal, ne? Und da findet er auch Bilder auf der Webseite von Elias Sohn, also einen von seinem Wurf damals. Die sind ja jetzt 5,5, Eli ist nochmal 5 älter und ja, ich hatte mich doppelt gefreut, dass sie gekommen sind, denn Eli ging es nicht so gut. Vielleicht habt ihr das, die zumindest die Verbandwechsel-Videos gesehen haben. Da hatte ich das ja schon so ein paar Mal angedeutet, bezüglich der mentalen Verfassung. Dass das ein ganz schöner Brenner ist für uns beide. Nicht nur für, da nimmt sich gar nichts eigentlich, ne? Tatsächlich die ganze Zeit drin sitzen. Nichts machen können, immer schon Haltung, brichst du durch. Kriegst du einfach eine Klatsche und Ila ist komplett runtergefahren. Und es ging ihm, ja, also scheiße. Das darf man wirklich sagen. Das ist nicht übertrieben jetzt. Körperlich, also physisch, war es soweit okay, ihr seht das ja. Ja? Aber mental war echt mies, war richtig mies. Und da war das eine gute Abwechslung. Und wenn sie kommen, ne, gibt es immer mehrere positive Gründe. Einmal ich freue mich, weil es gibt mal endlich was Vernünftiges zu essen wieder. Das ist schön. Die Besitzerin bringt immer lecker Schmackos mit. Also für uns beide in jedem Fall. Und in diesem Fall habe ich mich gefreut, dass sie wieder richtig schön Fleisch essen konnte. Wir haben 2 Tage durchgegrillt auf dem offenen Feuer. Oh, riesen Monsterstücke. Wahnsinn. Für uns alle natürlich abgefallen. Gekocht im Bräter und so weiter. Also ich denke, wir haben es mal richtig gut gehen lassen. Wir mussten keinen Hunger leiden. Und wie gesagt, die Hunde ja auch. Und das war eigentlich das viel noch Wichtigere tatsächlich, dass wir mal, dass Eli mal ein bisschen herausgekommen ist, im Sinne von, er hatte auch mal einen anderen Hund als Begleitung. Das war, glaube ich, wirklich sehr gut in diesem Zusammenhang. Denn raus kann ich mit Eli, sieht er ja, ne, will auch gehen. Ja? Aber dafür noch nicht so viel machen. Das ist das. Ne? Und mit einem anderen Hund ist er auch so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Es ist halt eine Abwechslung, Punkt. Einfach nur eine Abwechslung, weil das sonst nicht so oft hat. Ja, und in diesem Fall sind wir mal 2 Tage durch die Elbauen, Wiesen, mal drüber gefahren. Und ja, da sind ein paar Aufnahmen zusammengekommen, die ich euch jetzt hier mal präsentieren möchte. Wer es mag, ja, so 2 Tage Eli und seine Tochter an der Elbe. Das ist die Region, ich suche die mal ganz gerne auf, wo ich damals den Wurf, das heißt Elis Kinder, großgezogen habe. Das heißt, wo ich mit denen immer wieder Ausflüge hingemacht habe. Wir waren oft an den Elbauen gewesen. Die konnten nachher, wie gesagt, alle schwimmen, die kleinen Schnäppchen, in der Elbe, im Strom. Und wir besuchen dann quasi über die alten Orte. Ich weiß nicht, ob Sie sich wirklich noch daran erinnern können, aber das Schöne daran ist in jedem Fall, Vater und Tochter kommen glänzend miteinander aus. Um nicht zu sagen, die Tochter ist zu 95% die Mutter. Das dürfte mit einer der Hauptgründe sein. Da brennt quasi absolut rein gar nichts an. Und obwohl, wie gesagt, massiver Unterschied ist im Alter und sie sich natürlich nur selten sehen, ist das eine schöne Sache. Und da wollte ich euch mal dran teilhaben lassen, habe ich einfach die Kamera mal mitgenommen. Das nochmal sieht Eli quasi mit einer Tochter. Und ich würde am Ende des Videos, das heißt nach diesem kleinen, jetzt muss ich erst mal gucken, wo der Verrückte wieder hin ist. Ich wollte mich dann, setzen wir uns ja mal an See, ja, zu dieser Nummer. Am Ende des, dieser 2 Tage, die ihr jetzt gleich sehen werdet, so ein bisschen zusammengerafft, sage ich nochmal, machen wir mal ein kleines Schlusswort. Ja? Wir wollen es jetzt hier vom Vorspann nicht übertreiben. Wie gesagt, einfach nur, ne, ein paar Aufnahmen von den Hunden, wir durch die Landschaft. Kein tieferer Sinn,
Einfach nur, wer es mag und wer nicht, der halt nicht. Auf dahin. Gute Unterhaltung in jedem Fall. Oh nein. Was denn jetzt? Jetzt hat er die ganze Zeit nicht aufgenommen. Ich kann es kotzen. Das ist diese verschissene Drecks-GoPro. Scheiße. Ist er den Gänsen jetzt oder ist er doch da schon, aber eben die so. Szene, wie eigentlich viel besser war als bei den Gänsen, weil ich sie endlich mal beide zusammen im Wasser hatte.
Die sind ja auch gut vorhergelaufen. Eli, so ist sie fein und durch, durch. Sie hätte eben die Wahl gehabt, hier mitzukommen. Ich mach das auch, wenn sie das will, aber... Ja, Mini, hier ist jetzt ein bisschen tief für dich. Wärst du mal eher hochgekommen. Du musst kurz warten, Eli. Die Mini fehlt noch. Schön warten, Eli. Und hier, aber langsam. Hey, Mini Winnie! Na, bist du vorbei? Und los geht's, durch, Eli. Boah, das gibt's doch nicht. Mini, du alte Ratte. Lang. Och, Eli-chen. Wie macht das? Eli, komm mal her. Na, komm her, Eli. Na komm, Papa hilft. Na komm her, Eli. Na komm her, Papa hilft. Hopp. Hopp, Eli. Ja, komm her, der Papa hilft. Zick die weg. So ist sie fein. Das ist feiner, Eli. Mini, lassen wir jetzt unten die dicke Kuh. Das gibt's doch nicht. Ja. Na hopp, Mini. Hier, hopp. Mini. Na komm her, Mini. Schön warten, Eli. Pass auf, ich schmeiß dich wieder runter. Warte. Gut, das, was die Show mir gemacht haben, ne? Das kannst du nicht, da kannst du nicht reingreifen. Los, komm, Eli, durch geht's. Durch. Oh, komm langsam. Schmeiß bloß nicht den Eli runter. Das glaube ich nicht. Was läuft mit dem Eli? Ja, hat die den erstmal runtergeworfen, die alte Zimtzicke. Schmeiß mich jetzt hier nicht runter. So, Eli, wir gehen weiter. Na, Zwickchen? Weiter geht's. Na, weiter. Na, weiter, Eli. Mini, langsam. Ihr habt es geschafft, Eli. Ihr habt es geschafft.
Wow! Ja! Na komm her, Eli. Das ist ein feiner Eli. Hey, Mini Winnie! Mini ist erstmal in der Strömung. Meinst du, wie ich ja sonst durchkomme? Ja, aber wie fährst du da einfach dann drauf lang? Dann kommt der Nächste, ja sicher. Passiert dann nichts. So habe ich geschlafen. Was meinst du, wo ich Polarlicht gemacht habe die Nacht? War auch hier? Ja, war. Wen brummst du an? Das ist genau der Kilometer gewesen. Ach so. Den ich drauf halte. Ich hab ja kein Video gedreht, deswegen sage ich es. Aber die, ich wüsste es jetzt auch nicht mit dem genau, aber die Halbinsel. Da bin ich lang in den Bäumen und hinter dem da. Okay. Also zwischen den beiden Buden. Die hier geht ein bisschen weiter nach rechts rum rein. Da war die große Bank. Dann hast du hier auch und da habe ich gelegen, genau. Ja, okay. Elsa, komm mal her. Hier. Das ist eine Kuh. Das ist viel zu dumm. Na gut, gehen wir mal zum Wasser, ne? Okay. Elsa hat keine Lust. Flauschohr! Aber die ist ja dünn. Hauptsache sie schmeckt, das ist egal. Oh, guck mal, eine weiße Taube. Fallalarm. Das ist ein Silberreiher.
Der Korrektheit halber. Schön rein. Schön rein in die Sumpf. Hey, du Sumpfkuh. Dieses Platschen war schon nicht genommen. Oh, schönes Ding. Also akkurat ein Körper vorne rein. Da steht sie drauf. Das ist in jedem Fall ist das Elli. Eine richtige Sumpfkuh. Oh ja, mal was Schönes gefunden. Frisch vom Hornochsen hier fällt. Guck mal. Hey, Mini! Guck mal, Eli. Oh ja. Guck mal, Mini Winnie. Hier, ey. Das ist eine feine Mini. Und du bist auch fein, Eli. Du bist auch fein, Eli, dass du so klug warst und nicht ins kalte Wasser gegangen bist. Das ist eine feine Mini. Das hast du fein gemacht. Willst du den Papa hergehen hier? Das ist eine feine Mini. Ja, hier, den kannst du haben. Hier, komm her! Miniatur! Da. Hier, den da, pass auf! Der Papa, der macht den richtigen Wurf. Nee, du musst dich mal hergeben. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, da guckst du. Ila, du musst gar nichts machen. Du bleibst besser an Land heute. Pass auf. Ja! Nö, Ila, ist alles gut. Bleib ruhig hier. Bleib ruhig hier, Ila. Das ist ein Feiner, Ila. Komm raus, du wirst nass und dann musst du dich wieder trocknen. Mini hat aber ein bisschen mehr Hüftspeck. Aber die hat gut Power zurzeit. Ja, die ist ja. Die ist heute Morgen auch schon 10 Kilometer gelaufen. Die könnte in jedem Fall heute noch ein paar Mal rein hier, ne? Grutz wie so ein Walross.
aber sie macht es gut. Fein. Das ist eine feine Mini. Das ist eine ganz feine Mini. Wow. Aus. Alles schön. Wie sieht's aus? Hast du dich durstig gestanden im Hänger?
Na, Mini, und du hast auch noch was im Ohr, ne? Ein Frosch. Ja, aber jetzt wieder denn. Vorhin war Ruhe. Ah. Geh rein, los. Oh. Fährt die an so Seil oder fährt die alleine? Du meinst die Gierseilfähren? Ja, ja. Die nur hin und her machen. Ja, die haben. Nee, die hat ja, wie du hörst, einen Motorantrieb. Ja, man sieht zwar, dass es brodelt hinten, aber. Das auch, ja. Muss der Dolle gegen die Strömung an? Ja, bestimmt, ne? Fragen mal. Ja, man sieht es ja, dass es hier ordentlich Ballett hat. Naja, wenn es jetzt so hoch ist wie jetzt, dann ist es auf 7,5 Tonnen beschränkt. Siehst du ja. Ne? Dann nehmen sie keine LKWs mehr mit. Also sonst auch? Ja, sonst auch. Du fährst ja auch mit dem Trecker, kannst ja auch übersetzen. Ach so. Jetzt. Dafür ist es jetzt zu hoch, der Pegel. Wenn es wie gesagt ungefähr wieder 1,50 Meter runter geht, dann kannst du auch wieder mit dem. Musst du die bezahlen oder ist sie sonst? Die ist hier nicht staatlich subventioniert. Ich weiß nicht, ob das zu DDR-Zeiten was sie kostet hat, kann ich gar nicht sagen. Aber nee, ich frage mich jetzt nach den Preisen. Ich bin lange nicht gefahren. Naja, weil das sieht ja auch... Keine Ahnung, ich glaube 4 Euro oder 2,50 war mit Fahrrad und so. Ist das nicht. Das ist also keine wie von denen, die du meintest. Die haben eine Boje in der Mitte, wo die festgekettet sind, die Gierseilfährchen, weißt du? Genau. Und hängen die ganze Zeit quasi an dem Strick dran, an dem Seil und richten dann ihr Ruder lediglich nach der Strömung, sodass sie sich immer von der Strömung von links nach rechts und rüber ziehen dürfen. Das heißt, du darfst, wenn du mit dem Boot lang paddelst, sollte man das vermeiden, dass man über das Seil fährt. Weil das kann sich ungünstig spannen und dann, wenn du Pech hast, schnallt das aus dem Wasser und kippt dein Boot um. Aber ich muss sagen, wir auch schon rüber gepaddelt. Hier stromabwärts, 25, Pi mal Daumen, da haben wir eine von denen. Wie du siehst, ist der jetzt ja für nichts gefahren quasi, ja? Was ist denn da drauf? Ein Auto. Ein Auto, naja. Deswegen war ja die Frage, ob er das umsonst macht. Nee, das... Weil das sieht aus. Aber hier drüben warten ja welche jetzt. Ja. Das sieht aus wie Straßenansatz hier. Da ist es doch auch. Ja, aber ist das ist ja die einzige Verbindung von Burg, wie du jetzt rüberkommst. Da hinten hast du gesehen, ist Kilimanjaro, der große Abraumberg. Ja, ja, ja. Wie du jetzt hier über die Elbe kommst, ist das die einzige Möglichkeit. Die nächste ist erst Magdeburg. Ach so. Da musst du über der A2 fahren. Ja, ja, okay. Das ist hier, wenn du wohnst und arbeitest, benutzt du die jeden Tag. Ja, aber deswegen dachte ich, ist es vielleicht, dass es so macht. Von Lau meinst du? Ja, stelle ich mir einen sehr sozialen Job vor, muss ich sagen. Ja? Können so ein paar Brötchen anbieten, eine Eistüte drauf, verschenkte auch noch. Nö, das kannst du nicht mehr machen. Und ist alles von der Hundesteuer finanziert, weißt du? Das war eine schöne Sache. Wer drauf? Gehen da alle drauf? Nee. Ja, da passen 8 Autos locker drauf. Weil der fährt ja doch stetig. Na, je nach Aufkommen. Na ja, hier, guck mal hier. Mini mag das. Du rappelst immer nur über Füße. Mini ist juckig hier. Ja. Na, Mini, bist juckig, ne? Kleine Sau. Na, Vicky, Vicky, Vicky. Also ein bisschen trinky macht in der Elbe, ne? Ja, eine Elbe ist immer schön trinky, Eli. Guck mal, das ist Mini. Macht erstmal roten. Das ist Mini. Schnipp, schnapp. Geh mal hin zur Mini. Eli, musst du mal aufpassen. Du bist ja Papa. Denke dran, du bist ja Papa für die Mini. Ja, doch. Nicht die Verantwortung wegleugnen, Ila. Das gibt's doch nicht, du Macho. Du musst schon aufpassen auf deine Tochter. Ja, ja. Ja. Ja, wuff. Ich bin richtig sauer. Wuff. Oh, nee, nee, nee. Na, ist sie ganz schön juckig hier. Ja. Na, Winnie, Mini? Sieht's aus. Müssen wir noch die Ohren gebaulet kriegen? Guck mal hier mit der Kamera. Was ist das? Schweineschnippel? Ja, kannst gleich richtig laufen. Gleich los. Ja,
die ist nicht ausgelastet. Die hat zu viel Mittagsschlaf gemacht heute in jedem zu Fall. Viel, ja. Ja, ja, ich sag ja. Ich sag doch, die ist nachher fit. Da wollen wir keine Sorgen machen. Die ist zurzeit ganz gut dabei. Und schon geht's wieder zurück. Deswegen, ja, weil das so ein stetiger Pendel ist. Mini schlüpft auch mit, gar kein Problem. Na, Ila ist ja auch rüber, aufs Anrufer schon. Einfach so alleine? Wie? Ohne dich. Na, wo ich hier mit dem Boot, ja, wo, wie gesagt, 2 Meter weniger im Sommer gewesen ist, habe ich hier vorne auf der Sandbank gesessen und ist da quasi rüber. Und die hat drüben haben richtig gefeiert am Restaurant. Ach, und von hier bist du letztens auch losgestartet mit deinen? Hier sind wir schon mal losgestartet, ja, stimmt. Hm, das ist aber vor 2 Jahren gewesen, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht, wo du hier erstmal deine Säcke da gemacht hast. Das war nicht hier. Das Sackfloß, ja. Mit den 2 Säcken, ja. Das war aber vor 2 Jahren. Ach so, aber hast du oder vor einem auch Jahr. Eins gemacht? Oder ja, das war ein Reifen und ein Sack. Ach ja, genau. Hm. Das reine Sackfloß war hier. Da sind wir hier losgestartet, das stimmt, ja. Hm. Ja, und dann hast du deine 10 Kilometer bis zu dir. Ja, naja, fast. Na, so 8, Pi mal Daumen, je nachdem, wo die jetzt auf dem Wasser, ja. Hm. Also auf dem Land haben wir sie auf jeden Fall jetzt gefahren. Aber ist ja schon abwärts. Ach so, das ist, ah, okay. Ja. Geht fix rüber, da ist eine Eisziele. Würde fast lohnen jetzt. Ich habe kein Geld mit. Und für lau macht er das ja leider nicht. Hast du das Geld bei? Ja, immer. Ja, ah, das sind sie wieder, die Reichen hier. Die haben immer Zaster in der Tasche. Ja, immer. 60, ich habe nichts mit. Kein Ausweis, kein Geld. Ja, Ausweis habe ich auch wenn nicht. Sie mir jetzt ausrauben, dann kann ich nur ins Gesicht pinkeln. Als Wiedererkennungswert. Naja, sicher. Dem Glücklichen schlicht keine Stunde. Oh, die macht wieder durch so ein Dreck. Und Eli fragt sich, was machst du da bloß? Und die denkt sich, oh, es ist doch auch schön hier. So, komm mal her, ihr beiden Ratten. Tanz. Hier bleiben. Na, Mini Winnie? Oh, du bist ja nass. Ja. Bloß weg von mir. Weg von mir, Mini Winnie. Du bist nass, du dicke Kuh. Oh, da stehst du wieder drauf, wenn man dich hinten anbummst, ne? Du kleine Ratte. Oh ja, hier ist er. Bumse. Hubschrauber. Na, Eli? Ja. Du bist auch eine halbe Bumse, ne? Du bist so eine halbe Bumse, Eli. Ah. Hast du eine Aua mit den Fußis, Eli, eigentlich? Was hat er noch? Aua? Aua mit den Fußis? Ja, der läuft ja auch lahm. Hm, du Lahme? Du bist ein Lama, ne? Mach noch ein bisschen Trinki. Na, jetzt komm, Mini. Jetzt machst du wieder einen Rodler. Schön hat den Diesel von der Fähre hier reingeröchelt jetzt. Ja, wunderbar. Schönes Ding. Reine Natur hier im Biosphärenreservat Mittlere Elbe, ne? Natura 2000, Landschaftsschutzgebiet und Eli frisst den Diesel auf. Kinder, nee. Ein bisschen Öleffekt, besser als Leim. Ja, das Öl, ne? Genau. Lachsöl hatten viel zu teuer. Ja, Diesel ist billiger. Öl, es gibt Diesel. Frisch aus der Natur gezapft. Das ist ja alles gar nicht hier gerade. Eli, du musst dir das richtig anschnallen. Mhm. Ja, ja, so muss man sitzen und dann kann man hier dich so festhalten, so rapplang. Siehst du, kommst du wieder angeschissen, also wieder rangerappelt. Siehst du. Das machst du echt schon, wenn du angenölt ist. Ja, Fuß. Ich möchte mit dir spielen. Und du willst das gar nicht. Da ist er wieder zu Gentleman, der Schüchterne. Ja. Nee, die ist aber jetzt komisch drauf. Ja. Mini juckt der Pelz in jedem Fall.
Was ist denn das für ein Schnaufi? Wo? Jetzt dreht Mini gleich richtig am Kaffee. Na, Eli, ja, mach mal was. Los. Mach mal was, Eli. Mach was mit der Verrückten. Ja, schön. Das ist ein Rassler. Futti, willst du machen? Willst du Papa was abgeben? Au, du hast mich gebissen. Oh, gib das her. Oh, die ist ja richtig garstig gerade. Die ist garstig. Die kannst du nichts aus der Hand nehmen hier. Au. Oh, schon wieder. Das glaubst du nicht. Zweimal an den Finger gehackt, die Geistesgestörte. Oh, guck dich das an hier. Das gibt's doch nicht. Die hab ich ja richtig. Man soll ja auch nicht in den Schredder fassen, wenn er läuft. Das ist ja garstig, dieses Stück, ey. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Mach dich bloß weg hier von mir. Du bist ja, hast ja Wollhut. Komm her, Eli. Du bist lieb, ne? Ja, du bist ein lieber Eli. Du bist vorsichtig mit den Fotos, ne? Du musst aufpassen, die ist garstig. Halt dich bloß fern von der. Halt dich bloß fern von der. Die hat doch Hormonstau gerade. Laufrausch. Oh, guck mal, du siehst ja an, die hat dir voll den Finger gehackt hier vorne. Den Nagel hat die mir krumm gehackt. Also wirklich. Nein, Gähnchen. Möchte nicht mit dir, ja. Muss aufpassen, Eli. Die ist völlig verrückt. Pass bloß auf die. Ein kleiner Dingler. Die ist gut, ja. Können wir an dein Auto dranhängen hinten, ne? Milchwagen. Ja, akkurat. Frische Elbauenmilch. 3 Tage alt, tatsächlich, ich dachte, hier ist offen, ne? Aber hier hängt noch eine Linse. Guck mal, da sind sie, die Schweine, Eli. Nee, komm mal hier, hier. Hast du gesehen? Vorsicht, da ist Strom drauf. Auf der Linse. Komm mal hierher, Eli. Guck mal. Hast du die da gesehen? Na, Mini? Ja.
Die sind nicht so. Wieso sind die eigentlich abgetrennt? Hast du den Apfel dann geworfen? Wieso sind die abgetrennt? Ach, das ist gar kein... Hier ist offen, ich sehe schon, ja. Meinst du, das ist jetzt hier dein Chevrolet? Chevrolet, ja? Meinst du? Echthaft? Das ist hier mein Burger Patty? Ich fass es nicht. Ey, Chero, komm mal her hier. Papa braucht dich für ein TS. Huhu. Komm mal ran hier, Futter. Ich hab's große Messer mit, ist kein Problem. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommt Chevrolet her. Das muss man live auf Kamera festhalten. Wir holen uns jetzt hier live ein französisches Backyard, ich weiß nicht, das ist ja ein Charolais. Was sind sie? Hier, komm mal her. Futter. Bei Papa gibt's Futter. Mini, hol mal den Apfel. Hol mal schnell den Apfel. Die sind aber ganz schön... Mini, hol. Aber Strom ist hier nicht drauf, ne? Na, sie hat sich schon dreimal mit der Rute gegengebufft. Oh doch, jetzt ist Strom drauf, da siehst du. Komisch, eine Rute hat nicht angeschlagen. Och, die arme Mini. Ja, hat sie erstmal. Elli hat damals auch regelmäßig in die Zunatte gekriegt. Hat die nicht mit. Sie überhaupt nicht zu Hause. Nicht, nee? Ja. Lila ist schlauer. Wenn der Litze sieht, geht er meist nicht ran. Macht sie auch nicht. Aber nicht, weil er selber eine gekriegt hat, sondern weil er es bei Ellie gesehen hat. Ja, ja. Die hat jedes Mal eine gezündet, hat gesagt, oh nee, die dämliche Kuh, da gehe ich nicht hin. Ach, gut. Apropos Kuh, komm mal her hier. Alles ist ey, alles ist Sherry. Ja, Mann. Die sollen den Apfel nehmen, dann kommen die alle. Meinst du, die essen den Apfel? Ja, na klar. Deswegen wollte ich ja das nicht. Aber wenn du den jetzt hinschmeißt, denken die, das ist ein Tennisball und Tennis spielen die ja nicht. Ja, deswegen, aber die kommen ja automatisch, aber ich kann dir ja hier keine Äpfel wegnehmen. Nee, nicht die guten Äpfel. Warum ja? Das war einer mit einem Pollen. Wenn ich da jetzt drüber steige und den wieder hole, ja, dann sind so viele. Dann krieg ich eine gezündet von dem Ding hier. Oh. Das ist ein Geld. Guck mal, wir haben schon Federvieh und Rindvieh. Und das alles für ein Burger Patty. Ich glaube, die weiß schon, was ihr blüht. Das sind auch alles Fersen hier. Da ist gar nicht was dran, ja? Ich finde ihn noch gar nicht so kostbar. Naja, aber ich meine im Vergleich zu gestern, denen jetzt. Ja, die waren ja eher dürfer. Ja, das ist ja hier eine ganz andere. Deswegen haben die ja Geburtenprobleme. Die sind noch klein, ja, würde ich jetzt auch sagen. Da ist nicht viel dran. Aber deswegen haben die halt so eine krasse. Für ein Patty reicht es. Ja, aber deswegen haben die so krasse Geburtenprobleme, weil der Fleischkanal viel zu Folge. Ist. Das habe ich auch mal gelesen, ja. Deswegen kriegen die meistens erstmal Angus-Kälber, weil Angus einfach tendenziell klein ist oder Fleckvieh. Guck mal, da sind auch noch die Kälber von dem Jahr dran, rechts. Guck mal nach rechts. Was ist rechts? Da stehen die Kälber. Dazu. Ach, die beiden da. Meinst du, die sind erst ein Jahr? Ja, nicht mal, von diesem Jahr. Von diesem. Oh, die sehen richtig lecker aus. Ja, die schmecken auch gut. Also ich sehe schon riesen Patties bei mir liegen. Die sind auch eigentlich sehr, sehr zahm. Also sind sie auch. Guck mal, die gestern, die hätten uns ja schon angegastet. Hey, die wollten ja Eli auffressen. Ja, Eli, die sind friedlich diesmal. Die kannst du ruhig holen. Die kannst du riesen Spacko machen, Eli. Guck mal, wie hübsch die ist. Die da jetzt kurz die zweite da. Die da, ja? Ja. Guck mal, die Kälber sind viel zu traurig. Aber die haben X-Beine, kann das sein? Ja, das ist so durch das Gewicht, ne? Oh, jetzt geht's los. Ja, du hättest einen Schütteleimer haben müssen. Hier gibt's Schmackos. Komm mal her. Also du bist einer, wenn du herkommst. Jetzt hast du den Apfel hast du zu früh verschenkt. Ja, Mini sollte den auch zurückholen. Oschi. Aber sie sind ja schon mal so weit zu faulig, dass sie sich schon ein bisschen näher jetzt hier. Lass sie da bloß nicht wieder. Die dämliche Kuh, die kriegt ja wieder eine gezündet. Oh, jetzt geht's aber los. Guck mal. Jetzt geht's aber los. Jetzt kommt.
Charolais. Ich sehe hier nur laufende Patties. Ja, Agora. Und das ist eigentlich nur eine Verschwendung für ein Patty. Ja, das ist eigentlich hier ein ordentliches Steak. Na, Tenderloin? Komm mal her. Das ist offiziell für alle Vegetarier. Hast du noch einen? Nee. Langes Gras, ja? Irgendwas drüber geht. Warte mal, wir holen. Das ist doch kein Problem. Hier, wir haben hier schön original Elbwiese. Guck mal hier. Das hast du da hinten auch. Elbwiese. Sahen sich auch, sind die nee, eigentlich bescheuert? Einen Rappeleimer hast du oder so, kommen die sofort. Das ist normal. Ein Rappeleimer? Ja. Was ist denn ein Rappeleimer? Sowas. Du meinst, wenn die Äpfel klappern, dann ja, kommen die? Ja, natürlich ist es. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Wie holt ein Bauer seine Kühe? Na, keine Ahnung, mit ja. Klappernden Äpfel? Ja. Also eigentlich geht am besten Brot oder Schrot. Elbwiese. Guck mal, ich leg dir das da hin und wenn du möchtest, kannst du das. Aha, guck ja. Hier an. Das ist, weil ich Gentleman bin. Ja. Komm her hier zu Papa. Du Patty. Aber die haben ganz andere Augen als die von gestern, ja? Ja, und auch nicht so garstig. Die sehen nicht so garstig aus. Ja. Die können dich gerade mal ein bisschen durch den Mittelscheitel pummeln. Nee, wirklich, das sieht aus wie die Elvis-Locke da, ist ganz schön pushig, glaube ich. Ich finde den ersten echt hässlich eigentlich. Ja, der ist nicht so schick. Ja, sie kann ja auch mal kommen da, aber die schreibt nicht hier. Komm mal hin. Aber sie sind schon näher gekommen jetzt. Ja, die sind auch zu freundlich, ja. Ja, aber ein anderes Wesen. Ich mag auch keine Angus deswegen, weil die scheiße sind. Aber die haben X-Bähne. Na klar, aber dem Gesicht. Die haben nur 2 Zehen. Haben die alle. Was? Mensch, das war ein Spaß. Ich wollte gerade sagen, naja, was also zur Hölle? Wirklich. Gestern hatten sie 5. Deswegen ja. Hier, Chevy, komm mal her hier. Zu Papa. Wir machen einen schönen Schmacko zusammen. Heute Abend auf dem Grill. Ja. Dass du das durchziehen würdest. Wie? Ich nehme dein Fahrrad, überfahr die. Das kannst du wohl wissen. Wenn ich dreimal drüber fahre, dann habe ich mindestens eine Keule raus. Das wird doch nichts hier mit deinen. Wir müssen dir einen anderen Schmacko anbieten. Ja, haben wir mal keinen. Außer jetzt haben wir nichts. Pfaffenhütchen hängt hier noch. Das bringt auch keine Punkte. Hier haben wir ein bisschen grünes Gras, Eli. Lock doch mal die Kühe an, Eli. Das kann nicht so schwer sein. Also, sie sah, was für eine dämliche Kuh ist das denn eigentlich? So. Akku war leer hier. Wir machen Fortschritte. Zuerst kommt mal zuerst. Ein bisschen Elbwiese. Ach, die sind aber vorsichtig. Das ist kein Gift. Das kannst du essen. Du wirst das sicher ja einschlagen. Hier. Super Schmackos. Super Schmackos. Das ist nichts für dich. Elbwiese. Komm her, komm. Schlatsche, komm. Guck mal, Eli. Charolais. Bonjour, Mademoiselle. Hier. Also, ich habe nicht gehört, dass ihr hier. Je fais. Trockenes Brot, sowas ist der. Oder Kartoffeln. Kartoffeln, ja? Die wachsen jetzt hier nicht so doll auf der Elbe, habe ich gehört, Kartoffeln. Letzte Woche ausjagen, habe ich jetzt abgejagt. Aber guck mal, wir haben Fortschritte gemacht, ja? Sie sind jetzt, du musst solchen Tieren Zeit geben. Na, mache ich doch immer. Alle Zeit der Welt, sag ich doch. Oh, das sind lecker Burger-Patties. Da kann man noch ein bisschen Spannung rausfahren. Das Schlimme ist, dass sie bei uns nicht zu kaufen gibt. Die gehen irgendwo hin. Total toll. Mein Papa will genau diese Viecher haben. Schön. Hier sind sie. Soll vorbeikommen.
Was meinst du, das kannst du ja rückverfolgen, für wann wir in diesem Skorosbein haben? Ach, wir schneiden wir die Ohren ab, da ist ja keine Nummer mehr dran. Der Chip bestimmt trotzdem noch. Der wird doch sowieso auf dem Grill verbrannt, der Chip. Das hält er ja nicht aus. Komm mal her, Mucki, komm. Die gehen hier alle irgendwie zu die Superreichen. Oder der Bauer bestimmt auch einen Küken. Wie? Ja, wer will denn, dass fremde Leute seine Viecher füttern? Wir machen doch gar nichts, ich guck doch bloß. Die gucken da auch nur. Ja. Wir können uns doch wohl ein paar Kühe angucken. So gehen die ganzen Pfosten kaputt, weil sie sich jetzt daran jucken. Genau. Wenn das ins Auge geht, ist das ja natürlich wieder das nächste Tier, was findet. Siehst du, ne? Also scheißen wir den Bauern an, weil der Tierquälerei betreibt hier. Mit diesen schönen weißen Bürsten. Was meinst du? Der Mut Eli an, ne? Ja. Also sie. Ja, die sind so ausdrucksstark, ich finde die total geil. Was meinst du, ausdrucksstark? Die sind toll. Aber die machen auch gar nichts. Doch, die sind schick. Aber die fressen nicht, was du denen gibst. Wissen sie auch nicht. Vertrauen sie auch nicht. Ich kenne das auch gar nicht. Deswegen wollte ich ja denen einen Apfel geben, jetzt sind alle da. Oh, Eli, so ein lecker Rinderöhrchen, ne? Der trocknet auf dem Grill. Oh. Hat sie auch Bock drauf. Du bist Patty Nummer 1, Patty Nummer 2, Patty Nummer 3. Welche? Ich will ja die Hühnchen machen. Der Elvis. Die riechen ja nur deine Hand rum jetzt, weil du hier Parfüm trägst, oder? Ich vertrage keinen. Lenore Weichspüler oder sowas. Hola, hola. Guck doch mal, das Euter, das ist die Mama. Ja, das ist die Chefin hier im Stall. Das ist die Mama. Vorsichtig hier, Ila, mit der Linse. Aufpassen. Die wollte dich gleich angreifen, Ila. Hast du das gesehen? Die hat nämlich gedacht, du bist ein Wolf. Wolf mit einer Warnweste. Da musst du aufpassen, Ila. Okay, dieser Pfosten liegt schon. Den haben sie gerade umgerammelt, ja. Hat er sich was ins Auge gestochen. Ja, ich weiß auch nicht, wie asozial die Bauern immer sein können und so eine Scheiße zu stecken lassen. Tja, aber immerhin, er hat weiße Kühe. Hat ja jeder fast, ne? Naja, aber hier, Mademoiselle Cherolet. Guck mal, die sind wirklich schick. Guck vom mal, so Chateau der Elf. Chateau der Elf. Genau, schick mal Papa und saß hier, die gibt's kostenlos zum Abholen. Wenn er zwei mitbringt, dann muss er mir eine nur abgeben. Das ist ein faires Angebot, finde ich. Wollt ihr die ernsthaft auf Eli losgehen? Das ist ein Herdenverhalten. Das wird meine Hund, meine Pferde genauso machen. Ja, mein Hund ist aber kein Herdenhund, sondern ein Rudelschwein. Wissen die doch nicht. Die müssen sich ja hier draußen den aufsetzen. Erzähl ich das denen hier. Mit dem GoPro schlägt euch ein Schalke. Das kannst du aber wissen. Na, Mini-Winni? Du hast erst mal eine abgezogen. Voll zock. Ich gleich mitnehmen, dann kannst du an dein Ding hinten dranhängen. Das zieht doch locker weg hier, 500 Kilo, oder? Alleine wär's gut. Na, siehst du. Also fahren wir jetzt den Plattenstraße. Wir fahren den Plattenweg rein, genau. Ich habe lange am Strand gesessen, an der Elbe. 20 Minuten, ne? Dann werden wir jetzt hier noch in der Sonne zurückgefahren. Naja. Wo geht's denn? Na, Mini, Mini, kommst du nicht klar mit rechts und links, ne? Ja, gut. Die möchte noch nicht dazwischen laufen. Into the sun. Weg ist er. Das ist nur diese beschissene Wolke da am Horizont. Okay. Oh,
Fix und alle sein. Fix und alle hier. In diesem Schweinetransport. Oh. Vorsichtig, Eli. Vorsichtig. Vorsichtig. Für euch ist ja jetzt nur ein kleiner, für mich ist es ein kleiner Cut. Das ist jetzt quasi das Intro bloß mit Zwischenstück. Nein, Linchen, ich habe also keinen Cut gemacht. Für mich, für eine Aufnahme zumindest. Aber ihr habt jetzt mal ein bisschen etwas gesehen. Und ich hoffe, es hat gefallen. Ja? Da seht ihr einmal, dass es wirklich ein schönes Verhältnis ist, so wie man sich das eigentlich wünscht. Und das ist jetzt eigentlich der Grund dieses Nachwortes. Weil man könnte das einfach so zeigen und dann müsste man gar nichts mehr sagen, irgendwo großartig. Ne? Aber ich habe doch schon in Anbetracht des Wurfes und natürlich auch in Anbetracht vieler anderer Hunde und Welpen, mit denen ich schon in meinem Leben zu tun hatte und so weiter, der Prägung, ja, der Aufzucht, mit dem Wort Erziehung tue ich mir ein bisschen schwer, aber zumindest wisst ihr, was ich meine. Und da wollte ich jetzt doch schon etwas mal sagen. Erstmal, das, was ihr gesehen habt, ist leider nicht die Regel. Ich wünschte, es wäre so, dass alle kann man nicht erwarten und das muss auch nicht sein, aber viele Hunde viel besser miteinander auskommen würden. Tatsächlich, davon bin ich überzeugt, was diesen Wurf angeht, den ich zumindest in meiner Verantwortung hatte und natürlich auch last but not least die Eltern der Welpen auch in ihrer Obhut hatten, dass das durchaus möglich wäre. Und jetzt kommt's nämlich, das ist jetzt der Grund der Ansprache. Wenn man die guten Vorbedingungen, die ich geschaffen habe, als zukünftiger Halter auch tatsächlich so weitergeführt hätte, im Sinne von, komm her, Eli, wir gehen hier nochmal kurz hin. Im Sinne von, man lässt nichts einbrechen. Setzen wir uns ruhig hier mal kurz ein bisschen an See. Denn hier ist noch ein bisschen hell. Wir haben gleich Sonnenuntergang. Ja, woanders ist es so dunkel. Dann hören wir vielleicht noch ein paar Gänse schnattern. Jo. Man lässt nichts einbrechen. Und das ist dann jetzt mal der Punkt. Ist jetzt, weiß ich nicht, für alle, die es mal interessiert, für Hundebesitzer oder auch Nicht-Hundebesitzer und so weiter. Ich mache mal ganz kurz einen Abriss. Ich hatte das ja am Intro schon so ein bisschen gesagt. Ich habe mich sehr intensiv damals um den Wurf gekümmert. Und ich weiß, und das ist auch nicht, da muss ich nicht übertreiben und da will ich mich jetzt auch nicht profilieren mit. Das ist einfach eine Nennung der Fakten. Ich habe, das sieht ihr ja auch auf der Website, das ist ja alles nachweisbar, was ich jetzt sage. Ne? Wir haben aktiv mit den kleinen Welpen gelebt. Das heißt, ich habe sie nicht, wie es so üblich ist, einfach nur gefüttert und die Zeit abstreichen lassen, bis man sie irgendwann veräußern kann, sondern wir hatten aktiv Freude mit den Hunden, alle Hunde zusammen. Als ich sie abgegeben habe in ihre neuen Familien, konnten alle Hunde schwimmen. Die Welpen waren bereits mit 6 Wochen in der Elbe, das, was ich im Intro sagte, und sind in der Elbe geschwommen. Und damit meine ich nicht jetzt hier vorne irgendwie so eine kleine Pfütze, die man meinen könnte und ich paddel oder plansche mal mit den Pfoten nur rum. Nein, ich meine tatsächlich mit 6 Wochen im Strom geschwommen. Natürlich nicht in der Mitte, so weit sind wir nicht reingegangen, aber zumindest so, dass es floss. Und sie konnten schwimmen. Komm her, Elinchen. Na, komm her hier. Und Punkt Nummer 1. Alle Hunde sind aufgewachsen mit Morüm. Ja, tägliche Zahnpflege. Das ist... Ich habe allen Hunden alles zu essen gegeben, so wie ich auch meine eigenen, das heißt die Eltern, großgezogen habe. Ich habe sie adaptiert, das heißt gewöhnt an alle möglichen Alltagsgeräusche. Wir sind bereits mit 4 Wochen Fahrrad gefahren, das heißt ich natürlich langsam näher, ne? Da waren sie so klein, dass
das Profil des Reifens für sie ja schon monströs aufgerufen sein müsste. Ne? Um es kurz zu fassen. Das, was Eli heute kann oder macht, auch sein Verhalten, das habe ich und natürlich auch die Eltern, das darf man nicht, sollte man nicht unterschlagen, da wir ja mit denen zusammen. Ne? Die Eltern haben sie wirklich aufgezogen, so kann man das sagen. Es ist kein Wegsperren gewesen, so wie man das sonst, ich will jetzt keine Vergleiche anziehen mit jemandem, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, wie es leider so üblich ist oder nicht selten passiert. Ne? Denn beide Muttertiere, also Vater und Mutter, zusammen mit dem Wurf aufwachsen, das ist schon nicht unbedingt Regel. Ja, in den vielen Fällen funktioniert das doch gar nicht, weil es knallt. Punkt Nummer eins, wenn nämlich die Konstellation zusammengestellt wurde durch den Menschen. Und B, wie gesagt, der Aufwand und diese zeitliche Investition. Ne? Ja, und was will ich jetzt damit sagen? Die hatten die besten Voraussetzungen. Und jetzt kommt es. das ist mir natürlich vorher klar gewesen. Ne? Aber nicht jeder Mensch nutzt das oder führt es denn auch weiter fort. Das muss man sagen, waren die wenigsten. Bei der Masse, und das kann ich nachvollziehen, das soll jetzt keine Anklage sein, aber der Vollständigkeit habe, möchte ich das ruhig mal nennen. Die Masse wusste es besser. Die hat sich gesagt, ja, ja, alles klar, das machen wir schon. Und damit meine ich nicht nur die, die Tiere von mir bekommen haben, sondern auch die, die sich beworben haben und keine bekommen haben. Aus verschiedenen Gründen. Mitunter auch am Ende, weil keine mehr da waren. Auch ein plausibler Grund. Ne? Und sie wussten es besser und wollten das, was ich sagte, auch was ich nachvollziehen kann, dass sie sich selbst, komm mal her, Elinchen hier, dass jeder möchte sich ja selbst ausprobieren, auch die eigenen Erfahrungen machen. Das ist ganz wichtig im Leben, sonst lernen wir ja nichts, wenn wir immer nur nachmachen. Das ist schon sinnvoll. Aber das ist der Punkt, wenn jemand wichtige Tipps gibt aus Erfahrung, wo er weiß, dass wenn man diese Tipps nicht annimmt, das Kind in den Brunnen fällt. Und zwar so in den Brunnen, dass du es nicht wieder rausbekommst. Das ist der große Punkt daran. Um nicht zu sagen, die entscheidende Phase der Prägung, das, wo man sagt, man hat jetzt gleich einen kleinen Welpen zu sich aufgenommen in die Familie und möchte, dass der jetzt zusammen aufwächst, um die Weichen zu stellen. Diese erste Zeit ist die wichtigste überhaupt. Und wenn man da einfach weiter zur Arbeit geht, so wie man es immer gemacht hat, wenn man im Leben eigentlich nichts ändert, bis auf die Tatsache, man hat sich den Hund gekauft und sagt, oh, jetzt muss da in der Ecke ein Korb stehen und ich muss abends einen Maul mehr füttern. Aber sonst nichts weiter großartig ändert. Denn ändert der Hund in jedem Fall das Leben. Und zwar nicht so, wie man sich's erhofft hatte. Denn wir reden hier von einem Weimaraner. Eine Rasse, die, ich verweise hier auf das Video, ey, Eli, das gibt's doch nicht. Komm mal hierher. Das ist schon wieder Langeweile. Kann ich ihm auch nicht übel nehmen. Wir können ja in die andere Ecke ruhig mal hingehen. Wir saßen jetzt am See. Ja, Entenalarm ist jetzt hier nicht so groß angesagt. Gänse. Enten haben wir auch ein paar hier vorne. Gehen wir nochmal in die andere, das Ila ein bisschen. Ne? Und wenn du da nicht entsprechend konsequent durchgreifst, im Sinne von, du machst dem Hund klare Ansagen, was er darf und was er nicht darf. Und zwar sehr klare Ansagen. Ha? Jeder, der schon mal Hunde ausgebildet hat, mindestens, am besten wäre natürlich beruflich ausgebildet. Ne? Führungshunde, die bei der Polizei, in irgendwelchen Dienst, Rettungshunde und so weiter. Der weiß, was ich meine. Wenn du das nicht machst, dann fällt das Kind so weit in den Brunnen und das jetzt kommt der Kreis, na, der schließt das sich zumindest, dass das dann nicht mehr so schön funktioniert, wie wir gerade in dem Video gesehen haben. Zeig mir einen Hund, der ein sehr starkes Ego hat, um nicht zu sagen, der stur ist, der dickköpfig ist, der dir auf der Nase rumtanzt, von der Rasse her, der sich aber wunderbar führen lässt, wenn man ihm konsequent ein Verhältnis vermittelt, ne? Oder gibt grundsätzlich Sicherheiten und so weiter. Ja, das ganze Ding habe ich ein Video drüber gemacht. 9 von 10. Wenn man das, wie gesagt, macht, ist alles bestens. Ja, und das
ist jetzt der Vollständigkeit halber. Ne? Das sollte keine Anklage sein. Ich möchte das aber nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Das funktioniert, was ihr jetzt mit Ilja und seiner Tochter gesehen habt, leider nicht mit jedem Hund aus diesem Wurf mehr. Es hätte, davon bin ich überzeugt, weil ich das auch weiß, auch wenn natürlich die Entfernung groß ist. Die Hunde, muss man dazu wissen, sind in ganz Deutschland verteilt. Und zwar über 500 Kilometer Entfernung. Na, man sieht sich sowieso nicht öfter. Man muss sich ja auch nicht sehen. Und ich finde das auch, einige Dinge möchte ich auch gar nicht sehen. Und ich kann auch verstehen, dass die neuen Besitzer dann nicht unbedingt Kontakt haben möchten. Aber ihr wisst ja, es gibt solche Sachen wie Welpentreffen. Na? Wo man sich mal zusammensetzt und sagt, na, wir reden mal über gemeinsame Probleme. Ja, dass sich vielleicht der eine oder andere Besitzer nicht ganz so blöde vorkommt. Sagen wir es mal so. Ja? Denn ich könnte natürlich auch immer Tipps und kluge Ratschläge geben. Und das sieht dann immer so aus wie, ja, von oben nach unten, wisst ihr, ich mache das ungern. Es liegt mir, möchte ich irgendwo nicht. Ja, weil das könnte dazu führen, dass sich andere fühlen wie dämlich. So, und deswegen finde ich es natürlich ganz gut, wenn sich einfach mal die Besitzer untereinander austauschen. Ne? Wo man dann sagt, ach ja, das Problem habe ich auch, bei mir ist auch so. Und dann sagst du, oh, und ich dachte schon, ich wäre der Einzige auf der Welt und so weiter. Ne? Und dann kann man von dem anderen lernen. So, das ist so ein Ding, was eigentlich nicht verkehrt ist. Wenn das jetzt nicht stattfindet, aus welchem Grund auch immer, weil nämlich die Entfernungen so groß sind, weil die Leute sagen, ach, ich will damit nichts mehr zu tun haben und so weiter, was alles nachvollziehbar ist, ne? Dann sollte man sich allerdings dennoch irgendwo eine Hilfe annehmen, bevor nämlich dass es, ne, das Kind im Brunnen liegt. Jo, und es ist ja auch so, dass... ich sag mal ganz knallhart heraus. Ich könnte kein Züchter sein, weil ich weiß, wie wenig Menschen eigentlich tatsächlich dafür überhaupt geeignet sind. Nicht nur einen Hund zu führen, sondern vor allen Dingen auch ganz speziell solch einen Hund zu halten. Wenn du danach gehst, dürfte eigentlich nur von den 9 von 10, also das heißt einer von 10, der übrig bleibt, da dürfte auch nur jeder 10. maximal überhaupt, ja. Bloß weil jetzt einer sagt, der kommt jetzt mit einem Border Collie klar, er hat jetzt einen Golden Retriever, wir hatten schon Schäferhunde, einen Mops, einen Bulldogge, Pitbull, was auch immer. Ja, das ist nochmal was anderes. So, und du kriegst Geschichten eingeschenkt, ja? Erzählt von den Bewerbern, die einen Hund haben wollen. Und da muss ich auch gar nicht groß irgendwo an die Glocke hängen und sagen, naja, ich sehe, wenn du mich anlügst, die Sachen sind so offensichtlich, dass es einfach nervig ist. Ja, das ist ein Bewerbungsanschreiben, nichts anderes. Ja? Wenn du eine Wohnung haben willst oder einen Job, da erzählst du ja auch das Tollste, deine besten Seiten, was du nicht alles hast und wo du was du nicht alles kannst. Ja? Im Sinne von, du hast ein Haus, du wohnst im Grün, der Hund hat den ganzen Tag Auslauf und der kann machen, was er will und wir gehen immer so oft in Urlaub und ich lasse den nie alleine und der kriegt das beste Futter und hier und da und hast nicht gesehen. Ja? Diese ganze Nummer, an die angeblich jeder hat. Ne? Also was ich, da kann ich gar nicht mehr hören, sowas. Und ich sage denn immer auch noch, pass auf, du musst oder solltest deine Lebenssituation nicht mit meiner vergleichen. Ne? Die Leute kommen hier raus, sind hierher gekommen, wie gesagt, hunderte von Kilometern hergefahren, weil sie gesagt haben, das ist ziemlich einzigartig, wie der seine Welpen aufzieht. Ja, das ist Wahnsinn, was der für einen Aufwand betreibt, wie der sich kümmert und vor allen Dingen, dass er das auch alles noch gläsern macht. Ja, mit Fotostory. Jeden Tag können bei mir quasi die Leute vorbeikommen, wenn sie sich frühzeitig natürlich angemeldet haben, im Sinne von, ich bin nicht gerade mit den Hunden unterwegs oder machen irgendwas oder die schlafen und so weiter. Ja, dann ist das alles kein Problem und es ist also alles nachweisbar. So, wo kriegst du sowas schon? Ja, machen wir mal uns nichts vor. Die Realität sieht so aus, wenn du irgendwo hingehst. Ich will jetzt nicht differenzieren zwischen Züchtern und Privatpersonen. Ja, ich habe von beiden katastrophale Sachen erlebt. Aber eines ist Fakt, das Zusammenleben der Elterntiere, wenn es sie überhaupt gibt, ja, du, in der Regel findest du eher einen. Der zweite wurde dann natürlich zugeholt. Das gibt es gar nicht. Ein Leben mit dem Wurf zusammen gibt es auch nicht, weil der abgesondert ist. Bis auf die Stillen natürlich. Ja, und so weiter. Findet halt so nicht statt. Ne? So, und das zeigst du alles, das machst du alles. Ha? Versuchst also alles so gläsern und ehrlich wie nur möglich zu machen. Und dann kommen die Leute und lügen dir die Hucke voll. Nur um den Hund zu kriegen. Ja?
Und sie meinen natürlich, man würde das nicht erkennen, dass es nicht stimmt. Was soll ich dazu sagen? Ja? Da sonderst du dann natürlich aus, die am meisten lügen. Und also ich könnte das nicht regelmäßig machen, weil ich einmal sehe, das stimmt alles nicht. Und wenn schon einer was zu verbergen hat, dann weiß ich eigentlich, dass es in Zukunft den Hund nicht besonders so rosig gehen wird, sondern da geht es einfach nur darum, den Hund haben zu wollen, als Besitz. Das ist der Punkt. Du willst den Hund haben, weil du den haben willst. Du willst den Hund nicht haben, weil du als Partner zusammen mit ihm lebst, weil du dein Leben auf den Hund bezogen oder ihn mindestens aktiv mit einbezogen hast, sondern einfach nur, weil du den haben willst. Wie ein Kaninchen, wie ein neues Auto, wie ein, weiß ich nicht, ein Sack Mehl aus der Kaufhalle. Du willst ihn einfach nur haben. Und das ist leider die große Masse. Ne? 9 von 10. Da sind wir dann wieder. Ja. Und das wollte ich mal so, wisst ihr, das liegt mir auf dem Herzen, weil ich im Laufe der Zeit natürlich viel mitbekommen habe von einmal den aus dem Wurf von anderen natürlich. Das heißt nicht, dass alle eine Katastrophe sind. Das habe ich nicht gesagt. Das ist auch nicht der Fall, glücklicherweise. Aber auch, wie gesagt, ich habe auch mit anderen Würfen und ich kenne auch andere Leute, die weggegeben haben und so weiter und so fort. Das der Vollständigkeit halber. Ne? Es wäre so wunderschön, dass die Hunde miteinander auskommen. Und damit meine ich jetzt nicht, man sollte jemanden oder man muss, wenn man irgendwo einen Hund sich gekauft hat, hätte irgendwelche Verpflichtungen da, den nochmal zu besuchen, den Verkäufer oder den Besitzer. Das ist ja Quatsch. Überhaupt nicht. Sondern es geht allgemein darum, dass die Tiere miteinander gut klarkommen. Die müssen sich nicht unbedingt mögen. Ne? Aber wenn du auf der Straße an einem Hund vorbeigehst, ja, mit meinem Hund, und genau das ist der Punkt. Wir sind uns, was das angeht, ziemlich ähnlich. Die Besitzerin von Elis Tochter und wir. Wir kennen dieselben Geschichten. Unsere Hunde sind so adaptiert auf unsere Gesellschaft, dass sie weder eine Störgröße noch eine Gefahr, rein gar nichts sind. Quasi der Traum eines jeden Hundehalters, könnte man meinen. Und natürlich auch, würde ich jetzt mal behaupten, von anderen Menschen, die sonst Angst vor Hunden haben, weil sie sich daneben benehmen, weil sie beißen, weil sie aggressiv sind, weil sie in die Wurst vom Teller klauen, ich weiß es nicht, oder die den Vorgarten vollkacken, was auch immer, findet hier alles nicht statt. So, und was kriegst du aber dennoch als Dankeschön aus der Gesellschaft zurück? Das ist das, wo wir gesagt haben, leider, um das Bild hier vollständig zu machen, die Sache, die leider vorwiegt, überwiegt, ist, du gehst mit einem wohlfein adaptierten Hund, der vielen Menschen Freude bringt, in der Umgebung umher. Und in 9 von 10 Fällen kriegst du nicht irgendetwas oder der Hund geht vorbei und es ist alles gut, wird nichts gesagt. Nein, was kommt? Nimm mir den Hund an die Leine! Ja? Kennt ihr sowas? Ja, das ist so ein Ding, wo du, ja, und das ist noch das Bessere daran. In der Regel führen solche Menschen Hunde, die auf genau wie Eli draufgehen. Das ist der Grund, warum er immer wieder zusammengeflickt werden musste. Hier genäht, da genäht, hier ein Ritz, da ein Kratzer, Bisswunde, da abgebissen, das und so weiter. 9 von 10, weil sie diese Menschen nicht fähig sind, einen Hund auf die Gesellschaft zu adaptieren. So, und ist ein langes Nachwort jetzt gewesen. Ich hoffe, es kommt so ein bisschen an. Ich wollte euch einfach mal zeigen, dass es auch anders geht. Und die Gemeinsamkeit ist, es sind Hunde mit einem sehr starken Ego, ein Dickkopf. Ne? Rassebeschreibung Weimaraner. Aber, und das ist der Punkt daran, beide Besitzer dieser Hunde sind sehr konsequent im Umgang mit den Tieren. Klare Ansagen, was geht und was geht nicht. Und dann läuft das. So. Ja, und wir wissen das. Es ist nicht jeder Mensch dafür geeignet, mit Hunden leben zu müssen. Das muss auch nicht der Fall sein. Aber der Punkt ist doch, die sich dafür entscheiden, das zu wollen, die sollten sich meiner Ansicht nach bemühen, dass möglichst solche Ergebnisse rauskommen, wo man nicht Angst haben muss, dass sie sich zerfleischen, wo nicht gleich der Nisse auf den anderen drauf geht oder es, das muss alles nicht sein. Unter Hündinnen, unter Rüde Hündinnen, unter Rüde und Rüde, das muss alles nicht sein.
Und deswegen freue ich mich so, wenn Eli Kontakt hat mit einem Hund, der genauso wenig Probleme macht wie er selbst. Der einfach nur vernünftig in seiner Familie aufgenommen und um den sich gekümmert wurde. Und es eine Beziehung gibt. Das Wichtigste, ein Vertrauensverhältnis. Keine Fragen, sondern klare Ansagen. Binärsprache. Der Hund hat Sicherheiten und fühlt sich wohl. Das Einzige, was er dann noch braucht, ist eine Auslastung. Und die habt ihr ja gesehen, die kann man unter diesen Bedingungen wunderbar verschaffen. Wir können uns 3 Tage lang durch die Landschaft gehen, alles Mögliche machen, ohne dass wir uns überhaupt kümmern müssen, was machen denn gerade die Hunde, was geht denn da ab oder brennt da irgendwas. Nein, der Hund ist ein Selbstläufer. Du kannst einfach laufen lassen und nichts passiert. Gar nichts, weil er nicht darauf kommen würde, auf irgendwelche Probleme dir zu bereiten. Das würden jetzt eher die Menschen machen, die genau damit ein Problem haben, dass dieser Hund genau das tut, wofür man ihn erzogen hat. Friedlich, ohne jemanden zu stören, durch die Landschaft zu wandeln, so wie ich auch das auch tue. Jo, so wie dazu, das wollte ich mal der Vollständigkeit halber sagen. Ne? Und das auf so einer kleinen Gassi-Runde, heute ein bisschen weniger, weil Eli hat noch Schonfrist. Ich fand es toll, dass wir Besuch hatten. Eli fand es toll. Und das ist so ein kleiner Lichtblick, wo man sieht tatsächlich, das geht. Ne? Es ist immer eine von 10. Auf dahin wünsche ich euch in jedem Fall, wenn ihr Hundehalter seid, Halterinnen, mit euren Hunden, ebenso wenig Probleme im Verhalten. Na, wir können, wie wir jetzt gesehen haben, Probleme bekommen durch Gesundheit. Da steckst du nicht immer drin. Das ist eine ganze, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber in dem Verhalten des Hundes wünsche ich euch ein entspanntes Leben. Freude auf das, was man sich ja eigentlich vorbereitet hat, was man mit dem Hund erwartet oder von ihm erwartet. Eine schöne Zeit, ganz einfach. Und das gilt hier auch für die Nicht-Hundebesitzer, die einfach friedlich durch die Landschaft gehen. Und wenn sie einen Hund sehen, der läuft an ihnen vorbei und der macht nichts. Maximal schnüffelt er am Schuh und geht dann weiter. Und alles ist gut. Man muss nicht den Hundebesitzer anschreien. Oder den Hund abstechen, vergiften. Oder Scheißhaufen vom Hundebesitzer nehmen und die vor des Nachbars Gartentür zu legen, um diesen dann Ärger zu provozieren, manipulative Maßnahmen. Auch so etwas gibt es. Tatsächlich. Auf dahin. Ja? Mal so ein kleines Nachwort zu dieser Aufnahme. Erfreut euch an den Hunden und tut, wenn es geht, alles Mögliche, dass die sich auch an unserer Gesellschaft erfreuen, damit sich dann auch die anderen Menschen, ob sie sie mögen oder nicht, aber wenn sie es wollen, ebenfalls daran erfreuen können, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Es wäre so einfach, wenn man einfach ehrlich wäre. Wenn man sich eingestehen würde, ist dieser Hund etwas für mich? Oder mache ich mir da selber etwas vor und will einfach nur neues Besitztum haben, um damit zu profilieren? Um irgendwas zu befriedigen in mir, weiß ich nicht. Ja? Denn vielleicht doch eher lieber ein Kaninchen. Oder mindestens eine andere Rasse, die ein bisschen weniger bedarf. Wie auch immer. In jedem Fall, bei alledem, wünschen wir euch. Na, Zwickchen, komm her hier. Hast du ein bisschen Lauf gemacht, kleine Hinkefusi-Busi, ne? Viel Spaß. Draußen.